Grüß euch und herzlich willkommen zu Wohin mit? Ich bin der Johannes und heute dreht sich alles um eine der beliebtesten Sommeraktivitäten, dem Grillen. Ich werde euch heute ein paar Dinge zeigen, die oft beim Grillen anfallen und wie man diese richtig entsorgt. Wir fangen an mit den Wurst-, Fleisch-, Veggie- oder Vegan-Verpackungen. Die gehören in die gelbe Tonne zu den Kunststoff-Leichtverpackungen. Und, kleiner Tipp von mir, um der Geruchsbelästigung vorzubeugen, kurz auswaschen vor dem Wegwerfen. Dann haben wir diese Alu-Grillschalen, die auch oft beim Grillen verwendet werden. Die gehören in die blaue Tonne zu den Metallverpackungen. Und zu guter Letzt die alte Grillkohle. Die gehört natürlich im kalten Zustand in die Restmülltonne und nicht zum Biomüll. In diesem Sinne wünsche ich euch eine unfallfreie Grillsaison, immer auf die Natur und Umwelt achten und wer Zeit zum Grillen hat, hat auch Zeit zum richtig Trennen. Viert euch!